Hier zeige ich, wie man DJI Avatar den FCC-Hack aufspielt. Somit ist die maximale Videosendeleistung in der DJI Avatar möglich. Das funktioniert bei der alten DJI-Drohne auch. Wenn man sich genauer in der FPV-Brille der DJI Avatar die Übertragung ansieht, dann kann man hier den Kanalmodus von Auto auf Manuell umschalten. Hier sieht man aber nur einen Kanal. Die Sendeleistung ist in der EU auf 25 mW beschränkt. Also läuft die DJI Avatar in EU-Mode. Möchte man in den FCC-Mode umschalten, muss man laut der Webseite Quadmula eine 0-Byte-Datei mit dem hier angegebenen Namen auf die SD-Karte der FPV-Brille kopieren. Die Datei hat keine Dateierweiterung und ist 0 Byte groß. Legt man die SD-Karte mit der Datei in die FPV-Brille rein und schaltet diese ein, dann ist die DJI Avatar für FCC freigeschaltet und die Videoübertragung läuft nun in der vollen Sendeleistung. Das kann man in der FPV-Brille unter der Übertragung überprüfen. Hier sind auf einmal drei Kanäle verfügbar und somit läuft nun die DJI Avatar in dem FCC-Mode. Der FCC-Mode ist jetzt permanent aktiv, auch wenn man die DJI Fly App verwendet. Um wieder zurück zu dem EU-Modus zu kommen, wird die Datei auf der SD-Karte gelöscht und die Brille muss zurückgesetzt werden. Denkt aber daran, dass eine höhere Sendeleistung hier in der EU nicht erlaubt ist, sondern nur in der USA. Also fliegt weiter mit der erlaubten Sendeleistung, die meiner Meinung nach vollkommen ausreicht. Gerade der 50 Mbit-Mode liefert ein super gutes Videobild, was für die CineWhoop-Videoaufnahmen vollkommen ausreicht. Also viel Spaß beim Fliegen!